Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als mir mitgeteilt wurde, dass ich am heutigen Freitagnachmittag eine Rede halten darf, hat mich das erstmal sehr gefreut, da zeitgleich auf der Tribüne eine Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis Platz genommen hat. Und herzlich willkommen, Memmelsdorf. Das Thema dieser Rede jedoch reicht bis ins Jahr 1803 zurück. Und das war natürlich dann schon wieder eine Überraschung für mich. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die stolze Sozialdemokratie im Prinzip die älteste Konstante in diesem Hohen Hause ist. Aber nun weiß ich, der Reichsdeputationshauptbeschluss vom 25. Februar 1803 beschäftigt die Politik dieses Landes sogar noch länger. Worum geht es im Einzelnen? Im Jahr 1803 wurden im Rahmen der staatlichen Säkularisierung Kirchen teilweise enteignet. Etwa Klöster und Ländereien. Seither fließen Entschädigungszahlungen, um beispielsweise die Seelsorge trotzdem aufrechtzuerhalten. Im Jahre 1919 wurden viele Kirchenrechtsregelungen in die Verfassung der Weimarer Republik aus dem Kaiserreich aufgenommen. Aber eben auch, dass die Regelungen zur Kirchenfinanzierung neu verhandelt und neu geordnet werden müssten. Und der Artikel wurde ja schon genannt, im Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung ist das nachzulesen. Und die Hausaufgabe haben wir vom Kollegen Schick bekommen, zum Jubiläum hier fertig zu werden. Dieser Auftrag wurde mit Artikel 140 im Jahr 1949 auch ins Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland übernommen. Und seither, und das ist sicherlich einigermaßen erstaunlich, ist wenig bis gar nichts passiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kirchen in unserem Land tragen eine nicht hoch genug einzuschätzende Verantwortung für das Gemeinwohl in Deutschland. Nicht zuletzt in der Flüchtlingsfrage sind die Kirchen in unserem Land unverzichtbarer Partner einer humanen und menschenwürdigen Flüchtlingspolitik. Die kirchliche Seelsorge gibt den Menschen in unserem Land in einer immer schneller werdenden Welt Halt und Konstanz. Ohne die sozialen und karitativen Leistungen der Kirchen sähe mit Sicherheit der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserem Land ganz anders aus. Diesen Umstand sollten wir natürlich auch bei der Debatte über die Finanzierung von Kirchen und Religionsgemeinschaften in unserem Land natürlich nicht vergessen. Vor einigen Jahren haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, bereits einen Gesetzentwurf zu diesem Thema eingebracht. Heute diskutieren wir einen Antrag zu diesem Thema. Sie fordern darin im Wesentlichen vier Punkte. Drei von diesen Punkten können wir mit Sicherheit etwas abgewinnen. Einem jedoch nicht. Da dieser jedoch der zentrale Punkt des Antrags ist, können wir dem Antrag insgesamt nicht zustimmen. Ja, Sie fordern nicht zu Unrecht, dass es Zeit wird, den Umfang der Säkularisierungsverluste aus dem Jahr 1803 zu ermitteln. Dann spielt natürlich eine Rolle, wie hoch die Entschädigungszahlungen seit dem Jahr 1919 sind. Ich glaube übrigens, dass die Differenz aus beiden Zahlen Sie eher überraschen würde als mich. Und jetzt stoßen wir aber auf das aus meiner Sicht entscheidende Problem. In Ihrem Antrag fordern Sie die Einsetzung einer Kommission im Bundesfinanzministerium, bestehend aus, und ich zitiere jetzt, Expertinnen und Experten wie Kirchenhistorikerinnen und Kirchenhistorikern, Kirchen und oder Verfassungsrechtlerinnen und Rechtlern, Ökonominnen und Ökonomen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer sowie der beiden großen Amtskirchen. Zitat Ende. Ich sage Ihnen mit Verlaub als Franke, da wird hoffentlich eher der erste FC Nürnberg wieder deutscher Meister, als dass diese Kommission in absehbarer Zeit zu einem Ergebnis kommt. Und wenn Sie schon in so einem großen Rahmen über Staatsleistungen und deren Zukunft diskutieren wollen, dann frage ich mich, wo sind die anderen Religionsgemeinschaften, die von Staatsverträgen profitieren? Ob es nun die jüdische Gemeinde in Sachsen-Anhalt oder die in Hamburg lebenden Muslime und Aleviten sind, sollen diese nicht an der Debatte beteiligt werden? Der große Rahmen, in dem eine solche Kommission tagen müsste, würde eine Lösung um vermutlich weitere 100 Jahre nach sich ziehen. Nein, ich glaube, Sie zäumen mir das Pferd von hinten auf. Ja, wenn der Verfassungsauftrag erfüllt werden soll, muss der Bund irgendwann gesetzgeberisch tätig werden, in welcher Form auch immer. Aber zuvor muss es aus unserer Sicht Gespräche auf viel kleinerer Ebene geben. Die Staatsverträge sind zwischen Bundesländern und Kirchen geschlossen und können nur zwischen diesen einvernehmlich geregelt werden. Einige Bundesländer zahlen viel, wie wir gehört haben, einige wenige zahlen weniger.
Teilweise erfolgt auf der kommunalen Ebene schon gar keine Zahlung mehr. Das bedeutet, Gespräche zwischen Landeskirchen und den Bundesländern und den Kommunen sind nötig. Und es gibt Signale, Kirchen als auch Länder sind bereit, solche Gespräche zu führen. Und erst danach ist unsere Auffassung der Bund dran, hier tätig zu werden. Wie unfassbar komplex diese Gespräche sind, kann ich als ehemaliger Bürgermeister, und da kann mir sicherlich mein Kollege, der heute hier aus Memmelsdorf mit anwesend ist, sicherlich einiges an Erfahrungsschatz berichten, wenn Sie beispielsweise mit Kirchen über die Fragen von Unterhalts- und Kirchenbaulastfragen diskutieren. Das gestaltet sich sehr, sehr schwierig und ist auch sehr, sehr zeitaufwendig. Und im Übrigen haben Sie ja ein Bundesland, in dem Sie einmal einen Testballon steigen lassen können, um zu sehen, ob Ihre Idee fruchtet und greift. Bis dahin bedanke ich mich für alle Aufmerksamkeit und wünsche allen dann noch ein schönes Wochenende. Danke. Das Wort hat der Kollege Markus Koop für die CDU-CSU-Fraktion.